everybody does a little dance with the devil. And everybody's got a little hole in the middle. Everybody does a little dance with the devil. And you know I'm evil now. And you shout it loud and proud, saying born in the USA. And you know I'm evil now. And you shout it loud and proud, saying born in the USA. Mein Name ist Zoe Walker. Bis vor kurzem wollte ich Journalistin werden. Jetzt will ich nur noch die Luft anhalten und versinken. Nicht, weil ich ohnmächtig werden will. Wegen der Ruhe, die davor kommt, die Gedanken auslöscht und Erinnerungen ertränkt. 90 Sekunden. Etwa so lange dauert es für mich. Und plötzlich ist es, als wäre all das nie passiert. Wollen wir spielen? Entschuldige, Spatz. Natürlich spiele ich mit dir. Du bist eine Expertin, aber bist du sicher, dass du alles angesehen hast? Mhm. Vertrau mir, ich hab das im Griff. Also, welche Farbe hat... der große Truck da oben? Kommt drauf an, welcher Teil vom Truck. Okay, Superhirn. Was ist mit dem Auspuff? Da, wo der ganze Rauch rauskommt. Der ist grau. Hey, du bist heute richtig gut, Zoe. Du bist wohl bereit für die nächste Stufe. Welche nächste Stufe? Du stellst mir eine letzte Frage. Wenn ich sie nicht sofort errate, gewinnst du das ganze Spiel. Los, spielen wir! Okay. Ich will mich nur noch einmal umsehen. Bereit? Okay, schieß los. Wie viele Sterne sind auf meinem Rucksack? Sind's 5? Nee, es sind 6! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Oh, bin ich eingenickt? Mami, ich hab gewonnen! Echt? Gut gemacht, Mäuschen. Ich bin stolz auf dich. Los, zurück ins Auto. Uns fehlen noch Kennzeichen von 45 Staaten. Hey,
Alles in Ordnung? Ja, klar. Es ist nur... Naja, vergiss es. Alles gut, Michelle. Was habt ihr denn schon wieder? Nichts, Spatz. Ist nur eine lange Reise. Noch schlimmer, als einem Hund Fastfood zu geben, ist der Geruch, wenn es hinten wieder rauskommt. Opa! Warte, ich bin dein Opa? Ich dachte eigentlich, du wärst mein Opa. Wo warst du so lange? Dachte schon, du hast dich verirrt. Ach, nur bis zum Baum. Du weißt ja, Hunde denken, sie hätten die Kontrolle. Okay, schnallt euch an. Ich will noch vor Einbruch der Nacht in Albuquerque sein. Heute zur Hauptsendezeit auf KNPW, Flagstaff's Crème de la Crème. Ein weiterer sonniger Nachmittag in Arizona. Und hier ist euer Start ins Wochenende. Und jetzt spielen wir das Kennzeichenspiel oder singen wir noch ein Lied? Sie ist mitten in deinem Solo eingeschlafen. Du hast sie auf jeden Fall erstklassig unterhalten. Ich bin kein Unterhalter. Ich bin Schafhirte. Ich führe euch, meine Herde, in bester Laune nach St. Louis. Netter Versuch. Warst du nicht für die Route mit Aussicht? Ich für meinen Teil wollte lieber fliegen. Oh, ich beschwere mich nicht über die Fahrt. Ich stelle mir nur Vince im mittleren Westen vor. Hey, das wird super. Ich lerne Banjo spielen, hol mir ein Ticket fürs Country Festival. Haha, du bist gut. St. Louis ist so städtisch, wie es nur geht. Und das weißt du. Die ganze Stadt hat gerade einen richtigen Aufschwung. War nur ein Scherz. Es wird alles gut. Du hast deinen Job. Ich hab einen neuen Job. Ich würde nicht mal für eine Tierfutterfirma arbeiten, wenn es der einzige Job im Land wäre. Jim, das ist nicht sehr hilfreich. 10.000 Mäuse. Du hättest ihre Ärsche verklagen sollen, so wie sie dir das Ding angehängt haben. Nicht irgendeine Abfindung unterschreiben. Noch ist nichts unterschrieben. Aber du willst doch noch, oder? Es ist deine Entscheidung, aber es ist wirklich an der Zeit, loszulassen. Ich weiß, es ist nur hart. Wenn ich unterschreibe, war's das. Ich werde nie wieder für eine Airline arbeiten. Ich weiß. Vince war ein guter Junge, aber er hat sich immer alles gefallen lassen. Früher wolltest du diese billigen Actionfiguren haben, um sie den anderen Kindern in der Schule zu geben, wenn sie dich wieder geärgert haben. Und wie war ich in der Highschool? Autsch. Sorry. War nicht so gemeint. Wenn ihr mich nicht dabei haben wollt, sagt es ruhig. Zoe will dich dabei haben. Bitte, Jim. Beruhigen wir uns und versuchen, die nächsten 3 Tage zu überstehen. Ohne dass ich rede, meinst du? Hey. Ich find's toll, dass wir ein paar Tage zusammen unterwegs sind. Und sobald wir uns in der neuen Bude eingerichtet haben, kannst du... Zoe! Alles okay, Spatz? Was ist los? Sie steht wohl nur unter Schock. Toll.
Hey, danke fürs Zurückkommen. Einen Kannst Moment, du mich fahren? Arschloch! Wollt ihr mich verarschen? Landplagen oder eher Wüstenplagen. Wir haben Glück, dass wir noch leben. Mann, wie der geguckt hat. Ich hoffe, er hat unser Kennzeichen nicht gesehen. Nee, der Wichser war zu beschäftigt, ins Nichts zu brüllen. Hier ist es. Northwood 28. Gott, hässlich. Diese Häuser sehen alle gleich aus. Jay, bereit? Jay! Was? Bleib bei der Sache, kleiner Bruder. Hätten ihn nicht mitnehmen sollen. Ach was, er macht das schon. Also, genau wie wir besprochen haben. In diesem Safe ist genug Kohle, um die letzten Wochen hinter uns zu lassen. Wir überleben, wir behalten das Haus, alles wird wieder wie früher. Ist sicher niemand da? Freitags bringt er seine Frau immer zur Therapie. Und zwar jede Woche. Du schleichst immer im Wald rum, kletterst auf Bäume und so. Du bist echt gut in sowas. Und du willst der Familie helfen, oder? Natürlich. Dann los, kletter über den Zaun und such einen Weg hinein. Oh, weiß Mar von diesem Ding? Nee, aber jemand muss ja auf euch aufpassen. Wir haben etwa eine Stunde. Wenn ich dreimal hupe, macht ihr die Biege. Hey, los geht's. Dale, der Code. Jay kann lesen. Versau das nicht, Junge. Wir zählen auf dich. Na dann, zieh du deine Tarzan-Nummer beim Hintereingang ab. Ich nehme die Garage. Vielleicht haben wir ja mal Glück. Böse Wolf. Nicht lustig. Was ist los? Er hat einen Dobermann. Ich musste ihn einsperren. Was ist das? Ha, Idiot. Wem gehört das Haus? Dante Romero. König der Schweine. Warte, dem Sheriff? Yep. Ma und er hatten schon Streit, bevor er mich ins Jugendgefängnis geschickt hat. Ich weiß, aber... Aber was? Ich finde, er schuldet uns was. Wir sollten die Bude etwas aufmischen, wenn wir schon da sind. Tyler meinte, wir haben nur eine Stunde. Wir sollten langsam nach dem Safe suchen. Ach, mir egal. Was machst du da? Die könnten das testen oder so. Ach, bitte. Das hier ist Turok, nicht NYPD Blue. Und jetzt such schon den Safe.
gutes Versteck für ein Safe. Oder nicht? Auch kein Safe. Was gefunden? Nein. Vielleicht oben? Ja, kann sein. Was machst du da? Für meine Freundin. Du hast keine Freundin. Klappe, ich arbeite dran. Hey, wenn dir das Leben Zitronen gibt. Komm schon, hilf mir, mich zu rächen. Wir haben keine Zeit. Außerdem ist das ekelhaft. Du bist echt ein Weichei. Weißt du das? Bin ich nicht. Bin ich nicht. So klingst du. So, genug herumgealbert. Du siehst dich oben um und ich check die anderen Zimmer unten. Okay. Zwölf Jahren Jumbojet sollte ich doch ein Auto reparieren können. Alles okay? Ja, klar. Kennt man ein Motel, kennt man alle. Geht ihr schon mal vor. Ich hol mir eine Flasche Wasser. Shima! Ryans Mom sagt, ich darf bei ihm übernachten. Warte nicht! Okay, then. What about the online media space? We've got a number of...